Hallöchen, ich glaube, jetzt habe ich da das letzte Update hierzu. Ja, ringsrum sieht es noch ein bisschen chaotisch aus. Das kommt noch wie ein Lötkolben. Nochmal zu dem Multimeter. Ich habe da ein bisschen was überlegt und habe da was gemacht. Es war nicht hübsch, aber damit funktioniert das. Damit habe ich die DC-Anzeige so gut, ja, fast genau. Es fehlt noch ein, ja, ein Zehntel Millimeter oder sowas auf der Anzeige und dann passt das. Es passt soweit. DC, AC und bei Ohm zeigt er etwa 1 Ohm weniger an. Das ist jetzt aber nicht so schlimm. Nun wollte ich das hier gerade vorbereiten. Auch Ohmmessung. Jetzt habe ich hier ein Kabel reingesteckt, so ein kleines. Und habe mir meine Batterien rausgesucht. Und es wollte nicht. Ich dachte, was ist das denn? Die Batterien sind doch eigentlich neu. Ich habe die aber in einem Radio gehabt. Ich habe das jetzt hier unten in Minus. Das ist hier die Minusseite, das ist die Plusseite. Ich bin jetzt bei 10 Volt. Und jetzt zoome ich mal auf die Skala. Wenn wir das schaffen, hier einzufangen. Die ist jetzt auch relativ genau. Wenn ich jetzt die Batterie messen möchte, ist der da 1 Volt, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 und 2 Volt. So. Jetzt nehme ich die erste Batterie, Plus an Plus, Minus an Minus. Die hat so, ja, knappen 1,1 Volt. Stimmt auch. Nämlich die nächste Batterie, Plus an Plus, Minus an Minus. Die auch, das stimmt auch. Nämlich die nächste Batterie, Plus an Plus, Minus an Minus, die hat auch, die stimmt auch. Dann aber die nächste Batterie, Plus an Plus, Minus an Minus. Da geht der Zeiger ins Minus. Und ich verarsche euch nicht. Ich halte das hier so ran. Ich zeige euch das. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich habe gedacht, echt, willst du mich verarschen? Moment, ich hoffe, man kann das nachher im Video sehen. Ich hoffe, man sieht's. Plus ist da unten, Plus ist da. Und da gehe ich auf Plus, da auf Minus und der Zeiger geht zurück. Ich zeige es nochmal hier. Ich hoffe, man kann es sehen. Der Zeiger geht zurück. Und dass es auch wirklich so ist, zeige ich nochmal mit dem Digital. Also, ich habe gedacht, ich spinne. Ich nehme eine Batterie, die ist ja mit 1, noch was. Die haben wir ja richtig gemessen. Hier ist Minus. Da ist Plus. 1,2, ja. 1,1, 1,2. Das ist okay für das Multimeter da unten. Jetzt nehme ich die Batterie auch wieder. Hier Minus. An Minus, an Plus. Minus 0,86 Volt. Die hat die Polung geändert. Das jetzt nur so zwischendrin. Ich habe gedacht, ich spinne. Wieso hat die Polung geändert? Die war neu. Die hätten jetzt höchstens 1,4 Volt noch haben dürfen. Ich habe die aber eine Weile in dem Radio hier gelassen. In dem DAB FM Radio, was ja am Standby Strom verbraucht. Das war noch nicht mal lange. Das ist von Dual. Sag mal, wie kann man bitte ein Radio bauen, das Batterien so kaputt macht? Ich zeige euch nochmal hier das Dings, wie das heißt. Wenn ihr so ein Radio habt, haut die Batterien raus bei Nichtbenutzung. Wieso dieses Radio dafür gesorgt hat, gut, da ist eine Schaltung drin, die wird aber nicht versorgt im Moment. Oder die wird versorgt, weiß ich nicht. Aber wie kann ein Radio bitte an der Batterie die Polung ändern? Ich wollte das hier vorbereiten für die Ohmmessung und da Batterien reinmachen. Dabei ist mir das Batteriefach das eine gebrochen. Das kann ich gerne nochmal zeigen. Hier. Was jetzt ein bisschen schade ist. Ich guck mal, es gibt ja einzelne Batteriehalter für AA-Zellen.
Dann werde ich gucken, es müsste sogar genug Platz da sein. Ja, ist genug Platz hier drin. Zwei Batteriehalter AA oder so ein Doppelbatteriehalter müsste ich sogar auch noch irgendwo haben. Dagegen da anlöten und dann hier reinlegen. Geht nicht anders. Aber wollte ich nur mal zeigen, so aus Interesse halber. So, dann habe ich hier schon mal vorbereitet eine Spannung. Die können wir noch mal schnell messen. Die kommt aus dem Messgerät. Nur um es euch zu zeigen, dass es funktioniert. Es sind 10,02 Volt. Ja, zeigt mir da 10 Volt an auf dem Teil. So, bin ich wieder im 10 Volt Messbereich. Ich zoome noch mal auf die Skala. Nee, bei mir stimmt es. Die Kamera zeigt ein bisschen weniger an, als es soll. So, jetzt gehe ich hier hin und zeige euch, dass es so gut wie fast genau ist. Es zeigt hier noch zu wenig an. Bei mir zeigt es, ja, so circa 0,2, 0,3 Volt zu wenig an. Das passt jetzt. Also jetzt könnte ich mit dem Multimeter hier, mit dem analogen, auch wieder Spannung messen. Im AC-Bereich stimmt es auch. Ich kann auch mal auf 50 Volt gehen, dann sind das die untere Skala 10, 20, 30, 40, 50. Gehen wir mal dahin. Da zeigt es ein bisschen weniger an. Hier auf der Kamera ein bisschen weniger, bei mir hier fast genau. Und nochmal auf 250 Volt, das wäre die oberste Skala, wäre da 50. 40, 30, 20, 10. Also die zwei Striche sind 0,5, 1, 0, 1, 5, 2, 2, 5, 3 und so weiter. So, und dann müsst ihr jetzt auf den zweiten Strich gehen. Auf den ersten Strich? Nee, auf den zweiten. Das ist hier bei knapp dem zweiten Strich, das passt. Der Kamera sieht das natürlich anders aus. Ich kann mal für die Kamera die Skala abgleichen. Wo ist jetzt der Schraubenwert? Ich gleiche mal für die Kamera. Ich sehe das ja hier auf der Kamera. Einmal die Skala so ab, dass der Winkel stimmt. Dass ihr das auch seht. Ah, war ein bisschen viel, wa? So. Ja, müsste so passen. Sieht bei mir gut aus. Geht auf den zweiten Strich. Mal die Kabel aus dem Weg. So, dass ich es euch nochmal zeigen kann. Bei 250 die ersten beiden Striche. Was passt. Bei 50, wie gesagt, bei der 1 müsste er landen. Passt da auch. Und bei 10 am Ende der Skala. Zeigt er bei euch jetzt ein bisschen mehr an. Hier zeigt er, ja, es passt aber. Also es passt wirklich. Jetzt ist er wieder ein bisschen drüber. Ich mache es nochmal für euch. So, ich stelle mir das, na. So. Ich stelle mir das dann nachher für mich wieder ein, aber jetzt mache ich es gerade mal für euch. Ihr seht, dass er immer noch drüber läuft. Das ist der Winkel der Kamera. Immer noch zu viel. So, nochmal. Ja, also für mich passt es. Also, wie gesagt, das Ding ist 60 Jahre alt und dafür ist das eigentlich noch genau genug. Schade wegen der Batterien jetzt und dem Batteriefach, aber das kriegen wir gefixt. Ist ja nicht so schlimm. Ich nehme noch Sekundenkleber, klebe das wieder an. Dann ist es halt original, aber kann halt keine Batterie reinmachen. So, Ohmmessung wollte ich euch auch mal zeigen. Das muss ich jetzt hier zwar leider zwischengreifen. Mal gucken, ob ich das so hinkriege. Das Gegengewicht auf der am Zeiger ist zum Ausbalancieren, dass der Zeiger in der Balance ist. Ja, das müsste so funktionieren.
Für euch ist er noch auf 0. Ich lasse ihn jetzt auch mal für euch auf 0. Wo ist mein Kabel hin? Da. So, nehme ich mal auf Ohm. Und stell das Ding auf 0 ein. So, jetzt suche ich mir einen Widerstand. Der sagt, der hat 17,2 Ohm. Ich bin im Ohm-Bereich. Wird nicht ganz passen, er wird 16 Ohm anzeigen. Zumindest hat er bei mir gemacht. So, 15, 16, ja, vielleicht 17 Ohm. Wenn ich euch das zeigen soll, da sind 15 Ohm, 16 Ohm, 17 Ohm. Der zweite von dem dicken Strich. Ja, es passt. So, jetzt habe ich hier noch irgendwo einen anderen gehabt. Hol mal raus. Braun, grün, braun, den messe ich mir noch mal kurz aus. Ich habe das nicht im Kopf. Die Zahlen. Braun müsste jetzt 1 sein. Oder 0. So, 145 Ohm. Da müsste der Zeiger. Das war nicht hübsch. Müsste er noch passen? Ja. Müsste der Zeiger auf die 150, 145, also ungefähr hier landen. Und das passt. Also für mich ist es etwa ein Ohm zu wenig, ein knappes Ohm zeigt es zu wenig an. Das ist aber okay. So, mehr kann ich jetzt im Moment nicht testen. Ich habe immer noch keinen passenden Wechselspannungstrafo gefunden. Die Wechselspannung brauche ich jetzt nicht zeigen, das passt auch, könnt ihr mir glauben. Aber das wollte ich mal zeigen, es geht jetzt wieder. Auch wenn die Löterei da hinten am Ende nicht so schön ist. Ach so, ich habe noch eine Sache vergessen. Bestimmt aufgefallen dem einen oder anderen. Die komische Diode ist raus. Und zwar habe ich die hier. Da ist die komische Diode. Und zwar habe ich mit einem Transistortester gemessen. Das ist auch eine Diode. Sieht aus wie ein Transistor, ist aber eine Diode. Im Internet ist auch nichts zu finden. Ich habe mehrere von den Teilen und sind alles Dioden. War nicht viel, es sind 700 und Millivolt. Und die komische, die hatte 500 und ich glaube, ich hätte mal doch Germanium nehmen müssen, aber ich habe nur eine Germanium-Spitzen-Diode da drin in der Kiste und die möchte ich nicht unbedingt hierfür benutzen. Es funktioniert. Ist nur für die Wechselspannung, dass das gleichgerichtet wird, das passt. Da kann ich ja mit dem Poti ja die Wechselspannung anpassen. Das ist eine Diode, die habe ich jetzt so reingelötet, wie sie muss. Passt auch. Bei der gelben waren zwei unterschiedliche Werte. Der eine war 500 und der andere war knapp 600. Was das ausmacht, weiß ich nicht, aber das wollte ich nur mal zeigen. Das werde ich noch mal ein bisschen schöner löten, wenn ich das mit dem Batteriefach mache. Aber jetzt nur zum Zeigen. Also, das ist jetzt wieder so gut wie genau. So genau wie es hier geht. Die sind eigentlich nie hundertprozentig genau. Die haben immer Toleranzen. Das haben ja auch die Digitalmultimeter. Pro Bereich haben sie ja dann eine Abweichung von und so viel Digits. Und die haben hier halt eben so und so viel Prozent Abweichung über die Skala. Das ist normal. Also ganz genau hundertprozentig sind nur die ganz wenigen Dinger und ich glaube nicht, dass das dazugehört. Das soll es dann gewesen sein über das Ding. Ist jetzt abgeschlossen.
Multimeter funktioniert wieder. Ohmbereich misst ja, wenn man jetzt die Toleranzen von 1% so sagt, dann passt das. Spannung, Strom funktioniert auch. Wie gesagt, hier steht noch was mit Mikro, Fahrrad und Henry. Ich habe zumindest keine Spule, die irgendwo was zwischen 10 und 500 Henry liegt. Wo war denn das? Wo kann man das? Das war da. C und L, C, ja. Also zwischen 10 und 100 Henry. Da weiß ich nicht, wo ich da was haben soll. Sollte. Und Mikrofahrrad. Das wird dann schon ein wenig schwieriger. 0,5 Mikro. Mikro Nano, also 500 Nano Fahrrad. Nano, 50 Nano, 40 Nano, 30 Nano, 20 Nano, 10 Nano, 50 Pico oder 500 Pico? Mal gucken. Also für Kondensatoren ist das jetzt ja auch nicht gerade so. Also es hat nicht die gängigen Größen. Mein anderes kann es ja sowieso nicht. Gut. Genug gelabert. Ihr wisst Bescheid. Es funktioniert wieder. Wer sich dafür interessiert, ich sehe die Aufrufzahlen, ist nicht so ganz interessant. Wer bis hierhin geguckt hat, Dankeschön fürs Zugucken. Könnt ihr ja noch einen Daumen hoch lassen. Daumen hoch da lassen. Ja, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video.